Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin Weitblick. Seit 2000 Jahren sind Christen unterwegs, um die Welt zu missionieren. Auf manchen Kontinenten waren sie damit sehr erfolgreich. In Asien zum Beispiel finden sich aber kaum christliche Spuren, obwohl mehr als die Hälfte aller Menschen dort lebt. Warum das so ist, kann uns vielleicht der Benediktinerpater Jeremias Schröder erklären. Als Abt Präses ist er der oberste Leiter der Missionsbenediktiner von St. Ottilien und heute mal nicht auf Missionsreise, sondern hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Abt Jeremias. Grüß Gott, Herr Pelster. Abt Jeremias, wie ist es nach 2000 Jahren Christentum? Hat sich der Missionsbefehl Jesu Christi damit erledigt? Sind alle Länder der Erde erreicht? Der Befehl Jesu ist ja nicht nur erreicht diese Länder, sondern macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Da bleibt unglaublich viel noch zu tun, auch wenn es mich immer wieder beeindruckt, wenn ich darüber nachdenke, wie viel in der Missionsgeschichte geschehen ist. Ich unterrichte bei uns auch die jungen Mitbrüder in Missionsgeschichte und das allein sich vor Augen zu führen, wie wirklich letztlich heute schon mal alle Länder erreicht worden sind, wie tief viele Länder und Kulturen umgestaltet worden sind durchs Christentum, das fasziniert mich, aber da bleibt trotzdem noch unheimlich viel zu tun. Nun gibt es heutzutage eine ganze Reihe von Zeitgenossen, die finden es etwas befremdlich, dass jemand eine Botschaft hat für die ganze Menschheit. Wie ist es mit diesem Anspruch der universellen Bedeutung? Wir erleben ja gerade heute im Zeitalter der Globalisierung immer deutlicher, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Dass uns die gleichen Dinge wehtun, dass uns die gleichen Dinge schmerzen, dass wir über das Gleiche oder sehr Ähnliches lachen können. Wir Menschen sind im Grunde eine große Familie und eine Botschaft, die uns in unserem Wesenskern betrifft, die gilt allen. Von daher glaube ich, dass das heute viel weniger fragwürdig ist als vielleicht früher, als man in kleineren und abgeschiedeneren Weltteilen sozusagen gelebt hat. Aber es betrifft ja nicht nur das rein Menschliche, sondern hier geht es ja auch um Gott, um die Gottesvorstellung, die in der christlichen Lehre natürlich sehr prägnant zum Ausdruck kommt, etwa im Glauben an die Dreifaltigkeit. Andere Religionen, andere Nationen und Kulturen sehen das doch ganz anders. Ja, aber da stoßen wir natürlich ganz schnell auf die Frage der Wahrheit. Wenn Gott sich wirklich als in Jesus Christus der Menschheit gezeigt hat, dann sollen das alle wissen. Dann müssen das eigentlich auch alle wissen, um dann auch selber sich entscheiden zu können, um die Einladung Gottes zu hören und auf die Antworten zu können. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott tatsächlich in Jesus Christus sich der Welt ein für alle Mal und vollkommener als in irgendeiner anderen Religion oder Weltanschauung geoffenbart hat. Und das sollen alle hören. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Mission eigentlich auch ein Gebot der Fairness ist, damit wirklich da alle auch die Chance haben, das zu vernehmen. Heute spricht man oft davon, dass der christliche Glaube angeboten werden soll. Früher dagegen ging es mehr um die Rettung der Seelen, sie vor der Hölle zu bewahren. Wie sehen Sie diesen Wandel der Bedeutung der Mission? Da gibt es ja noch viele Zwischenstufen auch. Das war auch für uns Missionsbenediktiner sehr wichtig. Als wir entstanden sind vor 130 Jahren, da war tatsächlich ein Grundgedanke, so weltweite Solidarität, die armen Heiden, die nichts vom Evangelium gehört haben, denen schulden wir das geradezu, dass wir die auch teilhaben lassen an der Botschaft, die wir empfangen haben. Später wurde für uns ganz wichtig dieser Gedanke, Christus hat die Menschen in eine Gemeinschaft hineingerufen. Wir sind dazu da, um mitzuhelfen, Kirche zu gründen. Und wir nehmen heute auch ganz ernst, so wie wir heute das verstehen können, dass der Glaube angeboten oder vorgeschlagen werden soll. Das ist ja das Wort, das die französischen Bischöfe geprägt haben. Und das sehr klug auch zum Ausdruck bringt, dass es eben nicht um Gewalt geht, um Überredung, dass auch nicht jemand missioniert werden soll, sondern dass wir tatsächlich dieses kostbare Geschenk des Glaubens den Menschen vor Augen stellen, um ihnen die Einladung Gottes weiterzugeben. Unser jetziger Papst, Papst Franziskus, kommt aus Lateinamerika, aus Argentinien, also von einem Kontinent, der als Missionskontinent gilt, weil er erst sehr spät vom Christentum erfahren hat. Papst Franziskus hat jetzt
des Öfteren zu einem neuen missionarischen Aufbruch der Kirche aufgerufen. Welche Bedeutung hat das bei so einem Papst? Was mich fasziniert in den Begegnungen, die ich auch mit ihm hatte, und in der Lektüre von den Schriften, die er uns jetzt schon gegeben hat, dass tatsächlich die Mission, die Sendung der Kirche die Grunddimension dessen sein soll, worum es geht. Wenn wir über ganz konkrete Dinge sprechen, wie geht es mit dem Ordensleben weiter, wie wird das Verhältnis sein, Bischöfe und Orden zum Beispiel, dann wird immer wieder deutlich bei ihm und auch bei seinen engsten Mitarbeitern, Grundlage muss die gemeinsame Sendung sein. Und auf der Grundlage der Sendung denken wir jetzt darüber nach, was man da vielleicht ändern und reformieren könnte. Mission ist eigentlich der Grundton dieser ganzen Reform, von der jetzt auch immer die Rede ist. Und das finde ich, das gefällt mir unheimlich gut. Gerade weil wir auch Missionsbenediktiner sind und weil ich selber in den Jahren, Jahrzehnten meines klösterlichen Lebens immer stärker erkannt habe, dass die Kostbarkeit unserer Berufung gerade darin liegt, dass wir in die Mission unmittelbar hineingerufen sind. Benediktiner sind ja eigentlich gebunden an ein Gelübde, das sie ablegen, nämlich das Gelübde der Stabilitas Luzi, der Ortsbeständigkeit. Mhm. Wie passt das denn zusammen, benediktinisches Leben an einem Ort im Kloster und missionarische Sendung? Die Stabilitas, die wir als Gelübde versprechen, ist nicht ein Stabilitas Luzi auf die paar Hektar Klostergrund, wo wir leben, sondern ist eigentlich auch beim Heiligen Benedikt formuliert als Stabilitas in Congregatione, Stabilität, Beständigkeit in der Gemeinschaft. Und das gilt für uns genauso. Wir binden uns an eine Klostergemeinschaft, die uns dann als Missionar aussendet. Da, wo wir hingesandt werden, da bilden wir auch wieder Gemeinschaften. Da leben wir benediktinisch und viele unserer Mitbrüder in der Mission, die sind dann jahrzehntelang draußen, die werden ganz Teil der Gemeinschaft, in die sie gesandt wurden und leben da mit großer Beständigkeit bis zum letzten Schnaufer, bis sie dort auch begraben werden. In welchen Ländern sind Sie denn überhaupt tätig? Wo haben Sie neue Benediktinerklöster gegründet? Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien haben hier in Deutschland angefangen. Unser Gründer war ein Schweizer und wir sind dann bald auch in die Schweiz gegangen, haben heute auch noch eine Niederlassung in Österreich und ein Missionsklösterchen in Spanien. Wir sind sehr stark in Ostafrika, Tansania, Kenia, Uganda, in Sambia, Südafrika, Namibia und Togo. Sind seit den 20er Jahren auch in Lateinamerika, in Venezuela, Kolumbien und seit kurzem in Kuba, auch in den Vereinigten Staaten. Und haben eine sehr starke Mission in Korea, früher im Norden, jetzt im Süden des Landes. Und dazu kommt eine alte Niederlassung in China, und ein relativ neues Kloster auf den Philippinen und ein ganz kleiner Schößling am großen Benediktinerzweig in Indien. Das sind so die Länder, in denen wir tätig sind. Wie viele Mönche gehören in etwa dazu? Wir sind knapp 1000 Mönche in unserer Kongregation. Und Sie sind der Abt Präses dieser Kongregation. Was heißt das? Welche Aufgaben sind damit verbunden? Bei uns Benediktinern ist die wichtigste Einheit das Kloster, die Abtei oder das Priorat. Und dort gibt es dann auch einen Abt als Oberen. Das sind eigentlich bei uns die Lebenszellen, wo unsere ganze Kraft herkommt. Um das Ganze zu koordinieren, zusammenzuhalten, um auch mal nach dem Rechten zu sehen und um die gemeinsame Missionsarbeit in Gang zu halten, dazu gibt es den Abt Präses, der also als Obere für die ganze Kongregation da ist, aber nicht direkt in die einzelnen Klöster hineinregiert, sondern eher das gemeinsame Miteinander betreut und fördert und versucht voranzutreiben. Aber es ist sicherlich auch mit viel Reisetätigkeit verbunden. Das heißt, dann und wann schauen Sie sich die Klöster schon vor Ort an, oder? Ja, ich bin sehr viel unterwegs. Ich habe einige Klöster, die mir direkt anvertraut sind, wo ich als unmittelbarer Oberer relativ häufig sein muss, wo dann jemand vor Ort auch ist, aber wo alle größeren Entscheidungen noch von mir getroffen werden müssen. Das sind Neugründungen, die noch im Aufbau sind. Und dann nehme ich auch die Visitationen vor. Alle 5 Jahre wird in jedem Kloster mal nach dem Rechten gesehen. Sind die Mitbrüder zufrieden? Stimmen die Verhältnisse insgesamt, wird auch die Mission gut kreativ weiter betrieben. All dem wird nachgegangen und das macht sehr häufig der Abt Präses. Da bin ich dann auch ein paar Wochen immer in dem Kloster und versuche mit den Mitbrüdern gemeinsam zu sehen, wo es in Zukunft hingehen soll. In früheren Jahrhunderten haben Benediktinergemeinschaften sehr stark kulturprägend gewirkt, haben starke Akzente und Impulse gesetzt. In Bayern kann man das heute noch erkennen. Ist das heute in unserer heutigen modernen Zeit auch noch möglich?
Das passiert in einigen Ländern immer noch. Wenn Sie das südliche Tansania bereisen, da gibt es 4 Abteien unserer Kongregation, sehr große Klöster, die wirklich, also ganz ähnlich wie hier bei uns in Bayern, kulturprägend gewirkt haben, die von der Landwirtschaft angefangen, über die Handwerkerschulen, da eine starke Rolle ins Land hineingehabt haben, wo das Schulwesen von uns abhängt, wo selbst das Krankenhauswesen teilweise ganz stark in benediktinischer Hand ist, wo man wirklich sagen kann, da wird eigentlich das Leben nicht nur der Christen, sondern überhaupt des Landstrichs auch stark benediktinisch geprägt. Und da konnte sich tatsächlich so etwas Ähnliches entfalten wie hier bei uns. Wir haben aber auch andere Orte, wo ein Kloster in eine sehr nicht christliche Welt hineingegründet wird, ausdrücklich auch auf den Wunsch eines Bischofs hin oder der Gläubigen vor Ort, weil sie sagen, wir wollen in unserer Vereinzelung doch auch den Rückhalt, die Stärkung durch so eine klösterliche Gemeinschaft haben mit seiner Beständigkeit, mit der Solidität, die da auch mit dabei ist. Wie finanzieren Sie denn eigentlich diese Arbeit? Das wird doch auch sicherlich viel Geld kosten. Unsere Klöster sollen als Benediktinerklöster erstmal selbstständig sein. Das heißt, wir versuchen wirklich von unserer eigenen Hände Arbeit zu leben. Wir haben Bauernhöfe, Werkstätten. Wir bekommen hier und da mal ein Gehalt für Arbeit in der Schule oder in einem Krankenhaus oder in einer Pfarrei. Also die Gemeinschaften tragen ihr Leben selber. Das, was darüber hinausgeht, das, was missionarischer Dienst ist, da nehmen wir auch sehr bereitwillig Spenden entgegen. Und man muss sagen, wir merken auch, wir haben immer noch ganz viel Rückhalt bei ganz vielen Menschen, die sagen, ich kenne das Kloster, ich kenne die Mönche, die sind bei mir in der Nähe, ich weiß, was die auch vor Ort in anderen Kontinenten tun, denen traue ich, denen stelle ich dann auch gerne was zur Verfügung. Und das hilft uns wirklich sehr viel, immer noch tun zu können. Die finanzielle Unterstützung ist das eine, aber so eine Missionskongregation braucht natürlich auch Männer in diesem Fall, die bereit sind mitzuwirken. Wie schaut es denn mit dem Nachwuchs bei Ihnen aus? Wir haben eigentlich in allen Ländern guten Nachwuchs, am schwächsten in Lateinamerika. Auch unsere deutschen Klöster haben 3 von den 4 regelmäßig Novizen. Wenn das etwas mehr wären, könnten wir noch mehr tun, das ist klar, aber wir sind sehr zufrieden. Es kommen junge oder Männer mittleren Alters zu uns, die auch wirklich sehr viel mitbringen an Einsatzbereitschaft, oft auch an Vorbildung schon, Ausbildung, und die mit anpacken wollen bei uns heute genauso wie früher. Kommen wir dann mal auf das eine oder andere Land zu sprechen. 60% aller Menschen leben auf dem asiatischen Kontinent, habe ich kürzlich gelesen, aber das Christentum ist dort kaum verbreitet. Wie kommt das? Haben Sie eine Erklärung dafür? Das Evangelium ist relativ spät nach Asien gelangt, sagen wir gerne als Entschuldigung. Das wird nicht ganz reichen. Papst Franziskus hat im letzten November bei einer Begegnung mit Ordensoberen gesagt, die größte Katastrophe der Missionsgeschichte war eigentlich der Ritenstreit in China, wo wirklich auch eine innerkirchliche Auseinandersetzung über die rechte Form, rechte Art der Mission dazu geführt hat, dass es so starke Verwerfungen und Konflikte gegeben hat, dass letztlich die Mission in China zusammenhängt.